Flächenmoment, der eines Bauteils mit Hilfe des Satzes von Steiner. Wir haben ja schon gehört, wenn eben die Schwerpunkte der Einzelquerschnittsflächen genau auf der Hauptachse bzw. im Hauptschwerpunkt des Bauteils liegen, brauche ich eigentlich nur, so wie in dem Fall, mit zwei Rechtecke arbeiten und das Ganze b mal h der dritten Zwölftel. Wenn wir das Ganze eben um die y-Achse jetzt biegen, würde das natürlich ohne weiteres funktionieren, da ja die Schwerpunkte der Einzelflächen genau auf meiner Schwerpunktsachse eben liegen. Wenn ich das ganze Bauteil jetzt jedoch um x eben biegen möchte, habe ich das Problem, dass der Schwerpunkt von A1 nicht auf meiner Hauptschwerachse liegt und auch der Schwerpunkt von A2 nicht auf meiner Hauptachse liegt. Und hier wende ich dann den Satz von Steiner an. Ich verschiebe quasi diese zwei Einzelflächen mit ihren Schwerpunkten genau in den Hauptschwerpunkt. Der Satz von Steiner hier ist ja definiert als eben das Flächenmoment wird berechnet durch den Flächenmoment der Fläche. Ja, das ist dann ganz normal b mal h der dritten Zwölftel in dem Fall. Plus den Steineranteil, und der Steineranteil ist eben der Abstand des Schwerpunkts zum Hauptschwerpunkt zum Quadrat mal der Fläche, die eben hier berechnet wird. Jetzt betrachten wir uns das dann eben für unser I1 zunächst. Das I1 ist ja nichts anderes eben wie unser Flächenmoment, der Fläche 1. Setzt sich ja zusammen aus b mal h der dritten Zwölftel allgemein. Wir haben als Breite, wenn wir das um x eben biegen, haben wir die Breite 50. Das Ganze mal der Höhe hoch 3, also mal 18 hoch 3 Zwölftel. Plus eben unseren Steineranteil, weil der Schwerpunkt dieser Einzelfläche hier sitzt und nicht im Hauptschwerpunkt ist, beziehungsweise nicht auf der Hauptachse des gesamten Bauteils ist. Somit muss ich diesen Schwerpunkt hier, nennen wir ihn S1, verschieben. Und zwar genau um diese Strecke hier, so dass ich auf die Hauptachse komme. Wir nennen das Ganze hier eben A1. Und A1 können wir uns ja eigentlich leicht berechnen. Wir wissen, dass der Hauptschwerpunkt eben von hier unten 41,7 mm nach oben geht. 41,7 mm. Das gesamte Bauteil ist dann eben 65 und dieser Schwerpunkt S1 hier liegt genau, wenn ich von oben das Ganze betrachte, 9 mm nach unten. Wenn ich den gesamten Bauteil 65 habe und ich rechne diese von 65 diese 9 weg, erhalte ich dann natürlich 56. Das heißt, mein Schwerpunkt S1 von hier unten bis hier oben ist natürlich mit 56 definiert. Ja? Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie viel diese Strecke ist, brauche ich ja eigentlich nur diesen gesamten 56 minus die 41,7 nehmen. Dadurch bleibt ja eben dieser Teil hier übrig. Und das ist dann 14,3 mm. Das heißt, mein A1 ist 14,3 mm. Weil wenn ich 14,3 mm diesen Teil hier nach unten verschiebe, ist er genau im Hauptschwerpunkt. Somit ist mein Abstand A1 in dem Fall 14,3 mm. Millimeter zum Quadrat mal der Fläche. Die Fläche hier vom A1 ist natürlich 18 mal 50 mm, also 18 mal 50. Fürs I2 gilt natürlich das Gleiche. Auch hier mein allgemeines I, wenn du so willst. Wir biegen um die X-Achse, somit ist das hier die Breite. Die Breite ist somit 15. Mal der Höhe. Die Höhe ist hier definiert mit 47, also 47 hoch 3. Durch 12 und in weiterer Folge wieder unseren Steineranteil. Hier sitzt der Schwerpunkt von der Fläche A2 natürlich genau in der halben Höhe, also bei 23,5, also ungefähr hier irgendwo. Das heißt, wir haben hier eine Strecke, wo der Schwerpunkt liegt mit 23,5. Jetzt ist wieder dieser Schwerpunkt S1 aufgrund des Steiners nach oben zum Verschieben, also wir brauchen die Strecke von hier nach hier, die definieren wir als A2. Wenn von hier bis hier oben eben 41,7 ist, die Höhe oder der Abstand zum Hauptschwerpunkt, und wir haben hier den Schwerpunkt mit 23,5,
brauche ich ja wiederum nur diese 41,7 minus 23,5 nehmen und erhalte dann genau diesen Abstand hier dazwischen. Und da ergibt sich dann natürlich 6,5, 16,5, 17,5, 18,2 als Abstand für A2 und 18,2 somit zum Quadrat mal der Fläche. Die Fläche hier ist mit 15 definiert und 47 hoch, also 15 mal 47. Erhalte jetzt dann eben ein I1 und I2 für die jeweiligen Querschnittsflächen und kann sagen, okay, das gesamte Flächenmoment um die X-Achse ist hier eben I1 plus I2. Und kann mir das dann eben mit Hilfe Taschenrechner einfach eintippen, berechnen. Auch das Iy hier, haben wir gesagt, ist relativ einfach. Wir brauchen für das Iy keinen Satz von Steiner anwenden, da ja der Schwerpunkt hier, wenn wir es um Y biegen, genau auf der Hauptachse liegt. Auch für den unteren Teil gilt das Ganze. Das heißt, ich brauche eigentlich auch nur sagen I1 plus I2, aber in Y-Richtung ist jetzt dann eben natürlich anders mit dem I1. Da wir es ja um Y biegen, ist jetzt natürlich die Breite die Höhe und die Höhe die Breite. Versuchen wir das für A1, wir biegen jetzt um Iy, weil wir das Iy eben berechnen wollen. Heißt ja, dass die Breite 18 wird und die Höhe dann eben 50. Das Ganze hoch 3 durch 12. Plus, beim Iy haben wir natürlich auch die zweite Fläche, auch wieder um Y. Das heißt, die Breite ist jetzt 47 und die Höhe ist 15 hoch 3 durch 12. Du siehst da ja nochmal, die Flächenmomente kann ich addieren, subtrahieren, wie ich will. Aber Voraussetzung ist, dass die Flächenmomente der Einzelquerschnittsflächen eben, oder zumindest die Schwerpunkte, genau auf der Hauptschwerachse liegen. Bei Y ist dies eben der Fall. Wenn wir um X biegen, ist das nicht der Fall. Deswegen muss ich, wenn ich um X biege und das Ix berechnen möchte, eben den Satz von Steiner auch eben für beide Flächen hier anwenden.